Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 4 Berserker. Wir haben Hunger und noch einiges zu tun. Wir müssen noch zwei Chimärenköpfe holen. Und ich bin sehr gespannt, was der Mod hier noch für uns bereithält an hinterhältigen Gemeinfallen. Gucken wir doch mal hier in den Raum. Sieh mal die Rüstung. Die könntest du sicher als kugelsichere Weste nehmen. Bisschen zu altmodisch für meinen Geschmack. Schade. Hier wissen wir, die würde dir bestimmt super stehen, dass uns am Ende des Ganges... Aber ich höre schon wieder Geräusche. Was höre ich da? Warum ist das Fenster offen? Dass uns am Ende des Ganges eigentlich die ersten Ritterrüstungen im Spiel erwarten. Da hatten wir jetzt schon einige davon, ne? Aber die Frage ist, was erwartet uns jetzt? Was wurde verändert? Muss Ashley hier oben auch gegen Ritterrüstung kämpfen? Muss ich sie verteidigen, während ich da unten um mein Leben kämpfe? Wir werden es rausfinden. Kann ich eine Blendgranate craften? Nein? Okay, let's go. Heuer! Warte da oben, okay? Alles klar, sei vorsichtig! Flinte. Ah, nice. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall definitiv ein paar extra Ritterrüstungen, wenn ich mich hier so umsehe. Die stehen da normalerweise nicht. Die sind auch sehr schlecht beleuchtet, ne? Man sieht, dass die hier eigentlich nicht hingehören. Aber das heißt, wir haben mindestens drei extra Gegner. Wahrscheinlich kommt pro Welle ein extra Gegner. Wir können jetzt eine Blendgranate craften. Die muss ich mir also gut einteilen. Nur für Notfall. Für die letzte Runde vielleicht. Und jetzt würde ich sagen, let's go! Wer wird lebendig? Wo geht's los? Und das ist doch nicht euer Ernst. Natürlich kommt ja auch noch ein Garador. Sind die dumm? So. So viel dazu. Hey, ich find's voll interessant, dass wirklich die Ritterrüstungen anders beleuchtet sind, ne? Seht ihr, was ich meine? Der eine, der hier nicht hingehört, sieht ganz eindeutig anders aus als die anderen. Oh nein! Ich bin mir voll in die Falle gegangen. Und da kommt noch ein Garador. Und jetzt geht's richtig los hier. Ich komm nicht mehr ins Menü. Oh Gott. Ich muss hier einfach mal raus, bitte. Oh Gott. Ich stecke hier gerade ganz blöd im Eck fest. Shit, ey. Shit. Wirklich nicht gut. Aha. Das ist gut. Shit. Ein verschwendeter Magnumschuss tut natürlich sehr stark weh, ne?
Na komm, fein. Oh, die Striker, die legendäre. Wisst ihr bestimmt alle, muss ich euch nicht erzählen. Caballeros. Ist aber ein lustiges Easter Egg, weil es im Original Resident Evil 4 einen Glitch gibt, eine Speedrun-Strategie. Zumindest in der Original GameCube-Version. Ich weiß nicht, ob das auch in den PC-Versionen und PlayStation-Versionen und so weiter ist. Dass man, wenn man mit der Striker die richtige Abfolge an weirden Kombinationen macht, ne, Zielen wegstecken, Waffen wechseln und so weiter, dann läuft Leon plötzlich super schnell. Ist irgendein weirder Bug. Ist für Speedruns natürlich super nützlich. Und die haben so viel Selbstironie und so viel Selbstreferenz bei Capcom, dass hier in Resident Evil 4 Remake der Striker-Anhänger die Laufgeschwindigkeit erhöht. Das ist halt wirklich so ein skurriler Funfact, ne? Normalerweise, so jeder, der die Spiele nicht kennt oder nur casual kennt, denkt sich halt so, okay, warum laufe ich mit der Striker-Medaille schneller? What the fuck? Die bewegen sich aber nicht, lustig. Oder? Verschrei's nicht, Ashley. Ui, keine, keine Punchgun mehr. Hab wieder ein bisschen Punchgun. Yep. Ja. Oh, noch einer. Okay, mit dir habe ich jetzt nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Und du, was mit dir? Du nicht, na gut. Sag mal, schauen, was uns jetzt in der Halle erwartet. Nix, ehrlich. Okay. Willkommen! Händler, was kann ich dir Gutes tun? Du glaubst nicht, was ich wieder erlebt habe da draußen. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel. Hast schon recht, dass du hier in deinem Kämmerchen sitzen bleibst. Du glaubst nicht, was da draußen los ist, ey. Nächstes Mal kaufst du ab. Okay, cool. Dann nehmen wir jetzt noch den Striker-Anstecker. Dann können wir 8% schneller laufen. Das ist doch schön. Kauf du doch was. Will mich hier voll irgendwie in einen Kaufgilt trippen. Kapitalistenschwein. So, jetzt haben wir es. Schwere Geburt. Laterne, Laterne. Ich brauch ganz viel runde Steine, hab aber nur eckige Steine. Ah, die Arbeit ruft. Und deswegen gehen wir jetzt Zug fahren. Dir wird in dem Ding doch nicht schlecht, oder? Das wirst du gleich sehen. Und jetzt kommt die Schwarzblende, dann kommt Ashley mit so einem braunen Fleck auf ihrem Kleid wieder an. Und Leon sagt so, sorry. Ich dachte, ich kann es unterdrücken. So, jetzt lass mich mal kurz gucken, wo wir jetzt überall hingehen könnten, wo wir noch Bonus haben. Wir können jetzt auf jeden Fall hier zurück in den Hauptraum und da mal gucken. Müssen wir noch mal ins Verlies? Oh nein, ich habe Magnum-Munition im Verlies stehen lassen. Holy shit, das ist... Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Wo habe ich denn die übersehen?
Bin ich eigentlich komplett dumm? Hier können wir auch nochmal hingehen. Da können wir nochmal hingehen. Wir können theoretisch nochmal über die ganze Burgmauer laufen. Gucken wir mal. Jetzt gehen wir erstmal zurück im Hauptraum und gucken mal, was uns hier erwartet. Was sie hier für uns vorbereitet haben. Ist mir noch nie aufgefallen. Ich hab dem die Maske kaputt geschossen, Leute. Seht euch das an. Verdammt, was ist los? Ich hab dem die Maske kaputt geschossen. Dass das geht einfach, wisst ihr? Finde ich mega. Finde ich ja mega cool. Ey, das ist so ein Detail, das ist mir in all den Stunden Resident Evil 4 Remake noch nie aufgefallen. Ich liebe es gerade komplett wieder. Mein Gott, ist das schön. Goldplättchen, dankeschön. Quatsch, das ist ja so ein bisschen... Leon muss noch die Förmchen üben ein bisschen. Das Dreieck gehört ins dreieckige Loch, Leon. Soweit war er noch nicht bei der Special Militär Tactics Ausbildung. Wenn es um Förmchen ging, hat er immer geschwänzt. Oh, nur das Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Ein hervorragender Deal. Weiterhin viel Glück, Fremder. Kleinigkeit. Na gut, dann spare ich. Kann ich sonst kommen? Jederzeit wieder. Dann sparen wir mal. Ich mache mal ein neues Safe Game. Nur vorsichtshalber. So, jetzt schauen wir nochmal. Zurückgehen lohnt sich nicht, my darling. Aber wir könnten die Leiter hochklettern und da mal noch hingehen. Da habe ich einen Schatz vergessen. Ja, und wenn wir schon da sind, vielleicht gehe ich runter und hole die Magnum-Munition. Magnum-Munition wäre den Umweg wert, oder? Ich muss jetzt ein Geständnis machen. Ich hab Resident Evil 4000 Mal durchgespielt. Auf allen Schwierigkeitsgraden. 100 Mal. Na, ich kenn's in- und auswendig. Aber ich hab noch nie in meinem ganzen Leben den letzten Settler-Bosskampf ohne Raketenwerfer gemacht. Habe ich einfach noch nie gemacht. Ich bin immer mit Raketen... Schon beim ersten Mal habe ich mir einen Raketenwerfer zusammengespart und bis zum letzten Mal hat sich daran nichts geändert. Ich habe den noch nie ohne Raketenwerfer gemacht. Und gucken wir mal, wie es jetzt hier läuft. Aber wenn ich es mir leisten kann, werde ich ihn auch diesmal nicht ohne Raketenwerfer machen. Boah, aber der Settler-Bosskampf im Ada Wong-DLC, ne? Der haut nochmal ordentlich rein. Was ist denn da los, oder? Holy shit. Der ist richtig schwer. Die Bärenfalle haben wir vergessen. Die nehme ich auch noch mit. Das stärkt die Waden und Magnum-Munition tatsächlich. Holy shit. Na gut. Oh Gott.
hier habe ich anscheinend auch noch eine Schatzerweiterung aus dem DLC vergessen. Ich sollte echt öfter auf die Map schauen, ne? Dann passiert sowas nicht. Und jetzt ist die Frage. Na, sollten wir schon machen. Gehen wir hier nochmal zurück. Da gibt es noch einiges zu holen. Let's go. Aha, guck mal, neue Gegner. Die würde ich jetzt aber einfach stehen lassen, weil hier gibt es nicht wirklich was Neues für uns. Au, Pfeil in Popo. Pass auf! Mia, pass auf! So, schau, war gar nicht so schlimm. Was höre ich da? Hunde? Ah, stimmt, wir sind davon gelaufen, ne? Da waren noch Hunde im Labyrinth. Aber ins Labyrinth habe ich eigentlich gar nicht vor zu gehen. Zieh dich um! Zieh dich um! Wir haben noch eine Party. Was ins Auge. Willkommen! Oh, was kann ich dir Gutes tun? Was kannst du mir Gutes tun? Ich will eigentlich Geld sparen für Pumpgun und Broken Butterfly. Also lass mich einfach in Ruhe. Lass mich einfach Geld sparen. Jawollo! Im Weg. Jawohl. Ich hab nichts mehr. Am Pumpgun. Nicht schlecht, ne? Geht aufs Haus. Das wird ziemlich hell. Oh nein, ich dachte, die Granate hätte die beiden auch geköpft schon. Shit. Come on. Au. Vater, es ist gerade ungünstig. Bitte geh vom Bildschirm weg. Aus dem Weg. Noch wer? Ashley. Okay, Ritter, das war ungut. Hör bitte auf, Ashley zu töten. Alles okay? Nichts passiert. Komm! Ja. Beeilung! Ist offen! Danke. Gut gemacht. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die Engelstarte aus Village ist oder nicht. Wie viel das wohl wert ist? Moment mal, da liegt einfach so ein gelber Diamant auf dem Boden rum? Was zur Hölle? Warum habe ich den übersehen? Also manchmal... Weiß ich es auch nicht.
Das ist nämlich gut, den kann ich nämlich echt brauchen. Ich kann jetzt nämlich einen sehr guten Schatz zusammenfügen wieder. Ja, genau, stimmt. Haha. Aus dem Weg. Da war ja was, ne? Come on. Come on jetzt. Irgendwann kann man auch mal sterben. Man muss nicht so viele Kugeln in den Kopf einstecken, finde ich. Oder? Irgendwann ist da einfach auch mal gut. Na schau, tausche einen Pistolenschuss gegen drei Schrotflintenschuss. Das ist in Ordnung. Das ist ein bisschen lame, der Tausch, aber... Ja. Okay, wollen wir jetzt nochmal über die Mauer gehen? Ich schau gerade, ich habe hier ein grünes Kraut vergessen. Ich habe hier ein bisschen Gold vergessen, aber anscheinend nichts Wichtiges tatsächlich. Dann sparen wir uns das. Hier ist noch eine Blendgranate und eine Pistole in der Waffenkammer, aber die kann ich ja tatsächlich easy nochmal holen. Nee, dann sparen wir uns das jetzt. Dann gehe ich jetzt einfach zurück und wir gehen durch den Irrgarten wieder zurück in die große Halle und das war's dann schon mit unserer Detour. Ja, das Wichtigste haben wir geholt. Haben wir gut gemacht, Ashley. Wenn wir wieder zurück sind, gibt es Keks. Verkaufst du dieses Ding? Was? Meine Schrotflinte? Warum sollte ich meine... Ashley, wie kommst du da drauf, dass ich meine Schrotflinte verkaufe? Bist du irgendwie dumm? Aber... Was ich verkaufen könnte, wäre eines von diesen Dingern. Hey, wisst ihr was? Ich mache jetzt Folgendes. Einmal blau, einmal gelb. Beste Kombination. In dem Fall ist sogar zweimal gelb noch besser. Bei der Krone. Bei der Krone ist alles von einem die beste Kombination. Und ich glaube, so machen wir es. Und dann verkaufe ich das Ding. Die anderen behalte ich noch. Da kann man noch was machen. Aber hier können wir schon mal ein bisschen Kohle auf jeden Fall scheffeln. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot. War noch 15 Spinels, dann könnte ich mir auch ein Upgrade-Ticket kaufen. Ich denke, das finde ich sexy. Aber jetzt machen wir erstmal das hier. So, Entschuldigung. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Wir sparen noch mehr. Ich fange, wenn ich Waffen upgrade, Waffenstärke, ist das Wichtigste. Und mit dem will ich anfangen. Und bevor das nicht gemaxt ist, fange ich erst gar nicht an, andere Stats abzugraden. Im Original ist das nochmal ein bisschen was anderes, weil da kriegt man ja tatsächlich auch Munition, wenn man die Magazine vergrößert. Das ist manchmal dann eine ziemlich gute Entscheidung. Im Remake allerdings keinen Sinn, es macht. Die 8% mehr Laufgeschwindigkeit merkt man schon, ne? Kann man auch sehr viel besser ausweichen. Nicht auch weichen.
Und auch nicht aufweichen. So, hier müssen wir nochmal zurück schnell. Da habe ich noch eine Blendgranate, ist schon wertvoll. Ich würde sagen, das ist jetzt ein Hot Take, aber ich würde sagen, gerade jetzt, schon im Hauptspiel, aber gerade jetzt hier in diesem Berserker-Mod, in dem jeder einen Wurm im Kopf hat, ist eine Blendgranate wertvoller als Magnum-Munition. Kann man drüber streiten, ist situationsabhängig natürlich, ne? Bosskämpfe, aber ansonsten... Gehen wir doch mal hoch, weil ich habe tatsächlich da schon wieder so einen diese Erweiterungsschätze. Die habe ich einfach nicht auf dem Schirm, diese DLC-Schätze. Die gab es damals noch nicht, als ich das zum ersten Mal durchgespielt habe. Ach guck, ein Ei. Helfen braune Eier eigentlich auch gegen Salazar oder nur goldene explizit? So, jetzt, Leute, hätte ich tatsächlich sehr gerne eine Granate. So gerne, dass ich bereit bin, vielleicht sogar mal zu gucken, ob wir nicht doch ein bisschen was investieren wollen in großes Werkzeugdingens. Wofür kann ich dich begeistern? Das habe ich um jederzeit. Vorausgesetzt, der Trick funktioniert jetzt überhaupt auch hier, ne? Wissen wir nicht. Aber ja, ich würde sagen, für heute machen wir erstmal Schluss und beim nächsten Mal finden wir raus, ob ich mit dem Granatentrick den nächsten Raum immer noch so easy meistern kann oder ob das im Berserker-Mod verändert wurde. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Bis dann, Tüdelüchen, Popüchen.